Handelt es sich bei diesem Lokal um einen Treffpunkt extravaganter Künstler und Existenzialisten? Oder ist es das Hauptquartier einer eiskalten Verbrecherbande? Ich habe den Eindruck, dass der Bums hier von Tag zu Tag heißer wird. Hast du recht, Ben. Der Laden hier ist eine Bullenrennbahn geworden. Was suchen die eigentlich hier? Walter, wer ist dein Auftraggeber? Auftraggeber? Stell dich nicht so an. Ich will wissen, für wen du arbeitest, für wen du das Zeug vertreibst. Was für Zeug? Lass doch den Quatsch. Du weißt, was ich meine, Heroin. Um Mitternacht bin ich hier aufgekommen. Lou war aber schon weggegangen. Ich meine, das weiß niemand, wo er hin wollte. Ich habe so ein dummes Gefühl. Geben Sie lieber Alarm. Halt mich doch, Walter! Nein! Walter! Was war das? Das weiß doch niemand, dass ich hier bin. Ein unheimlicher Film, der Sie vom ersten bis zum letzten Meter fesseln wird. Ja, setz dich auf den Stuhl und schlag die Beine übereinander. Mich bricht der alte Sattel nicht auseinander. Gefall ich dir? Du bist sehr hübsch. An alle. Gesucht wird Detektiv Lou Rebe vom Rauschgiftdezernat. Er ist 29 Jahre alt, 83 groß und hat dunkles Haar. Er war zuletzt bekleidet mit Blue Jeans und einem hellen Sweater. Wo wirst du denn hin, Carla? Ist was passiert? Das fragst du noch? Walter, in der Mädchenstadt, du hast eine Tote drin. Das Vermächtnis des Professor Bondi. Ein knallharter Thriller, den Sie demnächst auch in diesem Theater sehen werden.